Und aufgeregt? Ja. Ich habe hier jetzt alles picobello sauber gemacht. Und oh, du siehst so lustig aus, ne? Lieb dich. Most in my life, they say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. Guten Morgen, it is erster Schultag. Ho, ho, ho. Itzi, mein Schatz. Itzi. Das Hand ist zu schwer. Und, freust du dich? Ja, wenn ich es tragen kann, ist das schwer. Itzi, mein Baby. Folgst du mir jetzt? Ich folge dir jetzt. Was ihr gestern zusammen gespielt habt. So, dann hole ich mal auf den Schlüssel. Baba, ich habe von einem Überraschungsei. Ach so, okay. Warte, ich zeig's dir gleich. Kommst du wieder? Ja, da bin ich. Oh, wow. Eine kleine Mieze. Ich kann auch nicht. Hat sie da nicht die Schuhe? Nee, nicht die Schuhe. Ich werde jetzt die Kinder in die Schule bringen. Ich kann nicht mit Kassen. Ich merke es voll, die Itzi ist auch gut. Ich kann nicht mal die Schuhe anziehen mit diesen Schulranzen. Okay. Dann soll ich dir helfen, ne? Bitte. Du kannst dir den auch ausziehen. Komm, Itzi. Gib her, gib dir einen Schulranzen, Schatz. Wo sind die anderen Sachen, Schulsachen von ihr? Gibst du die? Das ist eine Tüte. Brauchst du die Tüte nicht? Sie braucht eigentlich diese Box, die wir noch nicht haben. Ich würde das morgen abgeben. Okay. Ja. So. So, wir sind angekommen. Und aufgeregt? Ja. Und du? Bist du auch da? Sind da so viele Kinder? Weil das die Schule ist und die hat sehr viele. Ich guck, ob ich jetzt meine Bücherei. So, dann gehen wir mal rein. Die Bücherei ist umgeändert worden. Die ist jetzt ein Computerraum. Ich alles klar. Oh, zum Glück habe ich es dabei. So, mein Lieben. Alles gut geklappt. Sie war schön aufgeregt. Ich habe sie mit der Acelia in die Schule gebracht. Die sind ja in derselben Schule. Jetzt habe ich noch hier Mickey Mouse Box mit den Malsachen, Malutensilien hier vorbei gebracht. Voll süß, ganz viele kleine Sechsjährige sitzen da zusammen. War echt goldig. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und werde mal mit der Tapete Kaffee trinken und dann sind die anderen zwei dran. Kommt Gianni und Selin weg. Meine Lieben, ich bin die ganze Zeit am Aufräumen und ja. Aber wirklich aufräumen? Richtig, also wir machen sogar die Wände wieder so, wie sie sein sollten und nicht, wie sie gerade waren. Das hat der Edi gemacht, den Rest habe ich, also alle Fenster geputzt und naja, kennt ihr, nach so einer langen Zeit, wo die Kinder nur zu Hause waren und wir meistens auch etwas unternommen haben, ist sehr viel liegen geblieben. Nur ich schneide das Video und habe herausgefunden, Idris hat einen Schatz. Du bist mein Schatz, Schatz. Ich weiß nicht, was du dich manchmal denkst. Hallo mein Schatz, da du mich so sehr vermisst hast, nehme ich schon mal ein bisschen von mir für dich auf. Patricia macht dich oben fertig. Ich hab Kaffee von ihr bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das Video jetzt schneiden soll, ohne dass es seltsam rüberkommt. Gell, Idi? Ja, aber wirklich. Aber schaffen wir schon. Ja.
Wird das auch für die Kinder sein? Ja. Ja? Das hier? Das? Dann brauchen wir noch einen. Weil wir haben eine Schafe, dann kann Irne dann noch nicht aufmachen, dann machen wir das Schafe noch auf. Ja. Und wie ist mein PC? Nein, mein Laptop. Super. Gut, gell? Ja. Dann essen wir erstmal was. Gut, okay, Schatz. Dir auch. So, meine Lieben, falls ihr euch fragt, was ich die ganze Zeit gemacht habe, das hier. Ich habe hier jetzt alles picobello sauber gemacht und ja, das ist so dies, was ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ich habe ganz viele Vlogs von mir angeschaut und festgestellt, dass ich die ganze Zeit nur am Reden bin, dass ich putzen muss und das ging mir so auf den Senkel, weil sich eigentlich nichts geändert hat. Und ja, ich kenne viele andere Personen, die genau das Gleiche haben. Wenn man viel zu tun hat, dann ist es so, dass einiges liegen bleibt. Und deshalb habe ich mir gesagt, okay, Patricia, du kommst einfach nicht raus, wenn du jeden Tag nur ein bisschen machst. Dafür hast du zu viele Kinder. Ich mache jetzt einmal das Ganze durch, drehe es auch nicht, rede davon hoffentlich nicht zu viel. Will euch nur als Information da lassen. Patricia macht das ganze Haus fertig. Und ich habe mir nicht jetzt eine Woche, zwei Wochen Zeit gegeben, sondern heute. Heute mache ich alles komplett. Ihr seht, ich bin schon sehr gut vorangekommen. Video habe ich auch geschnitten. 2 Stunden saß ich dran. Es macht einfach riesen viel Spaß. Die Autos sehen so schön. Ich bin wieder in meinen eigenen Frühling. Ja, ich bin wieder da, wo ich mit 1, 2 Kindern war. Wir hatten immer ein schönes Auto. Okay, zeitweise hatten wir einen Opel Astra, nein, Opel, welcher Astra? Doch, das war ein Opel Astra, da war so wenig Platz, dass wir hinten nicht mal den Maxi-Cosi hinstellen konnten. Und den habe ich vor einen riesengroßen Stein gefahren, der ist dann kaputt gegangen, der Wagen, und wir haben den Mercedes gekauft. Und vorher hatten wir auch den X5, den wir jetzt haben. Ja, also es ist einfach unser schöne Autos. Wir wollen damit wirklich nicht angeben. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck davon, sondern wir fahren es gerne. Ich habe auch total gerne alles sauber um mich. Ich bin dann viel glücklicher, auch wenn die Kamera nicht läuft, sondern wenn ich es sehe, als wenn total das Chaos herrscht. Es ist einfach, man sieht, ich habe dazu gar nichts mehr Lust und ja, weil ich nichts vorspiele, sondern bin, wie ich bin, aber durch die Videos auch festgestellt habe, Patricia, du bist in so einem Teufelskreis und ja, deshalb habe ich gucke die ganze Zeit daneben, weil es sieht hier so schön aus. Ja, ich mache jetzt weiter, nur ein kleines Feedback, was gerade ist. Und wie war es heute in der Betreuung? Ich habe auch heute was verloren, aber wieder gefunden. Oh Gott sei Dank. Meine Schere war in diesem Eikettchen und ich wusste es nicht. Echt? Okay, Adria hat ihre Jacke verloren. Nein, was ist das Jäckchen? Strickjacke. Und Betreuung war in Ordnung? Habt ihr eure Hände gewaschen? Nein. Kinder, gleich oben aufräumen, ne? Und nicht in die Zimmer. Ja. Verboten. Ich habe alle Sachen, die rumlagen, in den Flur gemacht. Alle. Alles. Das müssen wir aufräumen. Ja. Alles andere kommt weg. Weißt du, seit wie viel Uhr ich aufräume? Seit 9 Uhr. Ich habe aufgeräumt, bisschen was gegessen und Video geschnitten. Sonst habe ich noch gar nichts gemacht. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Weggeschoben. Nein, ich habe alles geputzt, die Fenster geputzt, alle Möbel geputzt, nur den Fußboden noch nicht. Ich muss Waschmaschine anmachen, bevor die Kinder, die anderen geholt werden. Was? Ja. Ist sie? Oh, du siehst so lustig aus, ne? Okay, ja, sie filmt nur, ah, genau, da siehst du dich. Hallo meine Lieben, ich habe jetzt so ein Designerbuch. Ich werde jetzt alle Stickers aufbrauchen. Dafür habe ich Stifte nicht mehr. Jetzt fangen wir jetzt mal an. Ich nehme jetzt mal als allererstes von mir aus Kleber. Die hier mit diesem im Oberteil. Ich nutze mir jetzt auch die Stifte
ich brauche. Und warum schmatzt du so? Was isst du da? Hier bin ich, das jetzt nicht der Thema, Mama. Aber du schmatzt. Soll ich dir Fenster aufmachen oder zumachen? Fenster auf. Das macht nichts. Sieht toll aus. So echt gut gemacht. Süße Maus. Und hast du auch Hunger? Ja, Riesenhunger. Siehst du, der Baba macht gerade was zu essen. Also wir grillen gerade gleich. Ich habe schon den Salat fertig gemacht. Und der ist diesmal richtig gut gelungen. Guck mal, wie witzig die ist. Guck mal. Warte. Keine Schuhe. Ah, du hast ihr blonde Haare gemalt. Ich dachte, du hättest ihre Arme gelb gemacht. Nein. Idi? Ja, Schatz. Und ich glaube, das ist jetzt der dritte Tag hintereinander, oder? Schatz, es wird auch mehrere, dreitägige hintereinander gehen. Also, wir werden öfters Szenen haben, Idi an den Grill. Aber heute mit Hähnchen. Ja. Das ist ein Auto, ja. Gianni ist endlich bei seiner Oma. Der hat nur gesehen, dass der Klaus die Jalousie hochgemacht hat und hat schon gerufen, Oma ist wieder da. Wow. Da kommt ein Kind. Dann, ja? Ja, Schatz. Lieb dich. Yay. Sie wird niemals aufräumen, aber dafür ist sie süß. Die wird sich bestimmt so aneignen wie du. Irgendwann die Sachen einfach wegzuschmeißen. Ne, Idi? Schon eine Zuschauerin und den Freund wieder gefahren, den sehe ich oft in Blubber. Gefahren? Mhm. Schönen Gruß an dich. Küsschen an die Kinder. Total der liebe Junge, Freundin auch. Die aus dem Loop? Nein? Kemal, grüß dich. War schön mit dir heute wieder und schönen Gruß an die Freunde. Grüß sie mal, Schatz. Schönen Gruß. Und wie du siehst, ich bin schon wieder am Grill. Sonst lohnt sich ja der Kauf nicht, ne? Muss. Und ich muss eigentlich noch nach oben. 2-3 Mal laufen. Und dann habe ich alles runtergefeuert, was nach unten gehört. Eigentlich in den so viel Container. Schon. Sitzt da, die Celine schläft und wir lassen sie schlafen und essen jetzt
gemeinsam fast vollständig. Mama, du hast Adjas voll gleich. Du hast Adjas mich an Geburtstag erinnert von dir. Du erinnerst mich an dieses Kribbeln. Kribbeln? Ach so. Ja. Oh, jetzt ist es schwindlig, weil es so heiß ist. Jenny, Aubergine? Da erkennt man ja gar nicht. Doch, doch, die Scheinwerfer sind ein bisschen anders. Nee. Die Sitze sind anders. Die Scheinwerfer von hier sind nicht anders. Von vorne sind sie anders. Ja. Von vorne erkennt man es. Dani, sag mal Aubergine. So lecker, Aubergine. Boah, so lecker. Aubergine ist lecker, gell? Mio Achea. Guck mal, trinken heißt Mio Achea. Ja, ich weiß. Mio Achea. Wasser. Mio Achea. Hat sie gesagt, noch lange nicht so gut gegessen? Ja, ja. Sehr schön. Zeig mal. Ihr schmeckt das? Ja, ja. Also wir haben auch einen Teller für die Oma Johanna gemacht. Ich habe einen Glas Wein bestellt, ne? Echt cool. Ja, ich habe seit Wochen keinen Wein mehr gehabt. Ich hab, guck mal, ich habe mich damit das Dessert hier vorbereitet. Die Aubergine ist überhaupt nicht schön. Es ist immer so schwindelig, wenn es so richtig heiß ist, als das bei dir. Bei Sims habe ich ich habe mir ein Haus für dich gefunden bei Sims. So, meine Lieben, ich bin sehr gut vorangekommen und hoffe, morgen alles fertig zu haben. Ich dachte heute aber, der Johnny war sehr quengelig und die Celine auch. Ich hoffe, es wird keine krank. Naja, wir werden sehen. Ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Nein. Das stinkt aber nicht. Okay, nimm den Kleinen. Habe ich ihm das erzählt, sonst könnte ich ihn einfach kontrollieren. Jetzt weiß er.